Guten Abend und vielen Dank erstmal, Frau Lücke, für Ihre freundliche Vorstellung. Ich muss allerdings gleich ein bisschen Wasser in den Wein schütten. Also vielen Dank, dass ich auch als Experte vorgestellt wurde. Ich muss ein bisschen Wasser in den Wein schütten. Es ist das erste Mal, dass ich einen Vortrag zum Thema Nukleidkarte halte, aber es hat mir viel Spaß gemacht, diesen vorzubereiten. Bislang war ich lediglich Nutzer, aber das schon seit einer ganzen Reihe von Jahren. Also These: Karlsruher Nukleidkarte weltweit bekannt. Frage: Oder weithin unbekannt? Was fällt Ihnen zum Thema Karlsruhe ein? Das erste haben Sie ja schon gesehen, ich habe wieder weggemacht. Ich habe die Sekretärin unserer Abteilung gefragt, keine Gebürtige, also ich meine, sie kommt aus Linz in Österreich. Was fällt dir zum Thema Karlsruhe ein? Pyramide, sofort. Also, Pyramide. Nummer 1 auf der Hitliste. Meine Hitliste fängt an hier beim KSC. Auch in der dritten Liga natürlich jeder Unterstützung wert. Nummer 3 darf auch nicht fehlen, Bundesverfassungsgericht. Klingt vielleicht ein bisschen trocken, ich entschuldige mich, falls hier Juristen im Saal sind. Karl Benz, Miterfinder des Automobils, in Mühlburg geboren. Zum Ausgleich, Kompensation, Fahrrad. Freiherr von Dreis, Fahrrad erfunden, noch vor Karl Benz dem Auto natürlich. Dann Autofahrern sicher gut bekannt, Karlsruhe, Staus auf A5 und A8. Ich gebe zu, es ist unfair, wenn ich das jetzt nach der Erfindung, nach dem Fahrrad schreibe. Eigentlich hätte es nach Karl Benz vielleicht besser gepasst. Aber soweit ich mich erinnere, ist Karlsruhe immerhin nach Münster die zweitfahrradfreundlichste Stadt Deutschlands. Ja, Nukleidkarte. Nukleidkarte ist ja auch, hat Frau Robinson schon erwähnt, weltweit bekannt in dieser Form. Es gibt noch andere Nukleidkarten, aber keine hat eine solche Verbreitung gefunden wie die Karlsruher Nukleidkarte. Das sind die Themen, über die ich reden will, die nächsten 20 Minuten etwa. Kurze Vorstellung über die Nukleidkarte, aber dann auch ein paar Beispiele aus meinem Arbeitsbereich, um ihn plastisch zu machen, wie man die Karte auch im Alltag nutzen kann. Ja, wie alt ist Ötzi, der Gletschermensch, der vor etlichen Dutzend Jahren in der Gegend vom Ötztal gefunden wurde? Wurde mit C14 datiert, etwa 5000 Jahre alt. Tumortherapie mit Ionenstrahlen oder mit Alphastrahlern, da muss man wissen, wie Nukleide ineinander zerfallen oder welche Nukleide sich bilden bei Ionenbestrahlung. Wenn man etwas lernen will über natürliche oder künstliche Radioaktivität, auch dafür dient die Nukleidkarte, sich einen Überblick zu verschaffen, welche Nukleide in welche zerfallen können. Man braucht also, wenn man in diesem Bereich tätig ist, zuverlässige nukleare Daten. Und die sind kondensiert zusammengefasst in der Nukleidkarte, die dieses Jahr ihren 60. Geburtstag feiert. Erste Auflage 1958, 10. Auflage dieses Jahr. Hier sieht es praktisch von unten bis oben komplett sichtbar. Die Farben bedeuten, schwarz ist stabil, das ist praktisch das Periodensystem der Elemente, was Sie mit Sicherheit aus der Schule noch kennen. Alles, was bunt ist, ist instabil oder radioaktiv. Alpha-Strahler, Beta-Strahler, Spalter. Und jedes einzelne Kästchen ist ein sogenanntes Nukleid, das heißt, das ist wenn man so will, ein Element mit einer bestimmten Zahl von Protonen, das ist die Ordnungszahl, und einer Zahl von Neutronen. 118 Elemente gibt es zurzeit, etwa 4000 Nuklide sind auf dieser Karte aufgeschrieben, mit ihren Zerfallseigenschaften, Halbwertszeit, Energie und so weiter und so weiter. Und was auf der Karte aufgetragen ist, nach oben die Zahl der Protonen, nach rechts die Zahl der Neutronen. Hier ist mal ein Ausschnitt vergrößert, wo ich praktisch den Blick auf Kohlenstoff lenken will, C, Abkürzung C. Da haben wir verschiedene, wie man sagt, Isotope des Kohlenstoffs, die haben also alle dieselbe Zahl von Protonen, aber verschiedene Neutronen, da gibt es C11, C12, C13, 14. Die Biosphäre ist aus C12 und C13 aufgebaut, meiste ist C12, 99%, 1% C13. Dann gibt es noch C14,
das Isotop, mit dem der Gletscher, also Ötzi, datiert wurde, bildet sich aus der Höhenstrahlung. Jeder von uns hat auch C14 im Körper, praktisch im Gleichgewicht mit C12 und 13. Dann gibt es C11, Kohlenstoff 11. Kohlenstoff 11, der wird benutzt in der medizinischen Diagnostik für die Positronen-Emissionstomographie, ist eine Methode, die man zum Beispiel für die Diagnose von Herzkrankheiten verwendet. Hat eine Halbwertszeit von 20 Minuten. Nuklidkarten gibt es auch als Kunstobjekt. Den Teppich haben Sie vielleicht hinten gesehen beim Reinkommen. Links zu sehen ist im Europäischen Kernforschungszentrum CERN in Genf. Dann in der Mitte auch eine Sonderausgabe der Nuklidkarte an der Europäischen Schule Karlsruhe im European Dialogue Center. Und rechts auch eine künstlerische Variante, wo die Nuklidkarte in einem Innenhof des JRC, wo die Nuklidkarte aus Fliesen der Majolika nachkonstruiert wurde. Also jedes Nuklid hat dort seine eigene Fliese. Das ist ein historischer Überblick über die Nuklidkarte. Anfänge vor 60 Jahren, 1958, in einem Institut der Technischen Hochschule Karlsruhe, Walter Seelmann-Eggebert mit Gerda Pfennig zusammen. Frau Pfennig ist von noch nicht langer Zeit leider verstorben. Sie hat aber praktisch seit Mitte der 50er Jahre bis zu ihrem Lebensende, kann man sagen, an der Nuklidkarte und ihrer Weiterentwicklung gearbeitet. Zurzeit sind wir bei der 10. Auflage und die Nuklidkarte wird in einer Kooperation zwischen dem Joint Research Center und der Nucleonica GmbH herausgegeben. Zahl der Nuklide hat sich in diesen 60 Jahren vervierfacht. Wie sieht die Zukunft der Karte aus? Die Karte ist nicht statisch, sondern sie wächst weiter. Man kann sagen, letztes Jahr war es so, dass im Schnitt zwei neue Nuklide pro Woche dazukamen. Die Zentren der Entdeckung neuer Nuklide habe ich hier auf der Folie aufgeschrieben. Da gibt es im Wesentlichen vier zurzeit. Eines ist in Russland, Dubna bei Moskau. Eins in Darmstadt, ganz in der Nähe, Gesellschaft für Schwerionenforschung. Dann Berkeley, Kalifornien, historisch sicher das älteste Institut, was sich mit der Entdeckung neuer Elemente beschäftigt. Schon seit Zeiten von Otto Hahn, Fritz Strassmann, Lise Meitner. Und seit etlichen Jahren Riken, ein Institut in Japan. So viel zur Nuklidkarte. Jetzt möchte ich Ihnen ein paar Anwendungsbeispiele zeigen. Und zwar aus dem Bereich der Kernmaterialüberwachung, die wir hier in Karlsruhe im Auftrag von Euratom und IAEO, Internationale Atomenergieorganisation in Wien, auch durchführen. Nukleare Forensik, also die Analyse von Material, was uns durch Behörden zugeschickt wird zur Charakterisierung. Und zum Schluss noch eine Aktivität, die wir hier seit etlichen Jahren auf dem Campus Nord durchführen, Training von Zollbeamten, Polizei im Umgang mit radioaktivem nuklearem Material. So, wie kann man, also erste Frage, erstes Beispiel, wie kann man nicht, also den Behörden, den internationalen Organisationen nicht deklarierte, also illegale Nuklearaktivitäten aufspüren? Das ist die Frage. Und wir führen diese Messungen durch im Auftrag der IAEO in Wien. Und es geht konkret darum, Uranisotope zu messen, und zwar die beiden Hauptisotope, U235 und U238. Dazu muss man wissen, dass das spaltbare Nuklid das U235 ist. Das U238 ist praktisch nur der Zuschauer in diesem Fall. Und ein wichtiger Punkt, den man braucht, um Schlüsse zu ziehen aus Messungen, ist der sogenannte Anreicherungsgrad. Also wie viel Uran-235 befindet sich in einer Probe relativ zu U238. Der natürliche Gehalt ist etwa 1%. Was man für waffenfähiges Material braucht, liegt jenseits von 90%, also weitaus Faktor 90 höher.
Das heißt, es geht darum, in Proben dieses Verhältnis zu messen. Wenn man jetzt davon ausgehen muss, dass solche Tätigkeiten geheim gehalten werden sollen, wird der Inspektor also vor der Frage stehen, wie finde ich raus, ob in einer Anlage, die von außen und auch von innen, meinetwegen wie eine Lagerhalle aussieht, wie finde ich raus, ob dort mit nuklearem Material umgegangen wird. Und der Ansatz ist ganz einfach, der Inspektor wird hingehen und wird Staubproben aufsammeln in der Anlage und diese Staubproben werden analysiert. Das Prinzip dahinter ist, wenn Sie sich vorstellen, jemand kommt, also ein Inspektor käme zu Ihnen nach Hause und nimmt Proben im Wohnzimmer, Staubproben im Wohnzimmer und in der Küche. Wenn man die analysiert, werden die Proben ganz sicher unterschiedlich aussehen. Die Küche wird jede Menge Lebensmittel im Staub enthalten, Wohnzimmer, keine Ahnung, wissen Sie wahrscheinlich besser als ich. Staub analysieren, das ist also die Methode der Wahl, fragt sich nur wie. Hier sehen Sie eine solche Staubprobe unter dem Mikroskop. Alles, was hell leuchtet, sind Staubpartikel. Wie findet man jetzt da Uran raus? Und mit den gelben Pfeilen ist ein Uranpartikel, habe ich auf ein Uranpartikel gezeigt. Wer ganz nah dran sitzt, sieht vielleicht was, aber es muss sich auch jetzt niemand Sorgen machen, wenn er nichts sieht. Sie brauchen keine neue Brille, sondern das Teilchen, das Uranteilchen ist wirklich sehr klein. Und wie findet man es? Hier ist es jetzt, nur damit Sie ein Gefühl für bekommen, wenn Sie es denn größer sehen würden, wie es denn aussieht. Sieht aus wie jedes andere Teilchen, was ein Mikrometer groß ist. Hier ist die Maschine, mit der wir es auf dem Campus Nord analysieren. Ein Massenspektrometer, mit dem aus diesen Teilchen Atome rausgeschlagen werden durch einen primären Ionenstrahl. Die Atome, die rausgeschlagen werden, werden durch Magnetfelder abgelenkt. Und das können Sie sich so vorstellen, wenn Sie mit einem Lastwagen um eine Kurve fahren, also um eine schöne große Kurve, wenn Sie mit dem Lastwagen da rumfahren, dann werden Sie trotzdem ziemlich, also schnell da durchfahren, da werden Sie ziemlich weit nach außen abdriften. Wenn Sie mit einem Sportwagen durchfahren, da werden Sie eine schöne enge Kurve fahren können. Und so ist auch das Trennprinzip. Alles, was schwer ist, wird nach außen driften und das, was leicht ist, wird die Biegung viel enger schaffen. Und genau nach dem Prinzip wird U235 von U238 getrennt. U235 ist leichter, das heißt, das hat einen geringen Biegeradius. U238 ist schwerer, das fliegt also in der Außenbahn lang. Und so sieht das Messergebnis aus. Also Sie sehen eigentlich schwarz mit ein paar hellen Punkten. Und wenn Sie sich ein bisschen auf die Punkte konzentrieren, werden Sie sehen, das ist dasselbe Muster. Also es leuchten nicht überall die gleichen Stellen auf, aber es gibt trotzdem eine Ähnlichkeit zwischen den hellen Stellen. Was man sieht, sind ein und dieselben Partikel, aber im oberen Bild ist Uran-235 sichtbar gemacht, im unteren Bild ist U238 sichtbar gemacht. Und wenn Sie sich jetzt das Partikel anschauen, was den roten Kringel hat, dann sehen Sie, das leuchtet nur bei U235 und es leuchtet nicht bei U238. Das heißt, hier haben wir es mit einem Teilchen zu tun, was sehr hoch in U235 angereichert ist. Andere Teilchen leuchten bei U238 viel mehr oder sie leuchten gleich hell. Wenn es gleich hell leuchtet, dann ist der Anreicherungsgrad 50%. Also das ist die Messmethode, mit der man das rausfinden kann. Das ist nochmal so ein Bild, wie ich es gerade eben gezeigt habe. Und ich möchte Ihnen nur das Endergebnis zeigen, was wir dann aus dem Labor bekommen. So sieht eine Probe aus, die alle Arten von Uran enthält. Da ist aufgetragen eine Zählrate nach oben und auf der waagerechten der Anreicherungsgrad von Uran-235, also der Grad von U235, der Gehalt an U235. Links ist sogenanntes niedrig angereichertes Uran in der Gegend von 3-5%. Dann kommt so eine Häufung in der Nähe von 20-40%. Und ganz rechts, das wäre waffenfähiges Uran in der Gegend von 90%. Ich sagte, wir machen diese Aufgaben, haben diese Aufgaben für die IAEO übernommen. Und hier sehen Sie das Netzwerk aller Labore, die weltweit für die IAEO
diese Art von Untersuchungen machen. Wir haben mehrere Labore, die das machen, einfach aus politischen Gründen. Kein Land soll alleine in der Lage sein, politisch hochsensible Messungen durchzuführen, sondern die IAEO fordert, dass es hier eine geografische und auch weltanschaulich-politische Verteilung gibt von Laboren, die weltweit in der Lage sind, diese Messungen zu machen. Und wenn Sie sich die Landkarte anschauen, USA, Frankreich, England, China, Russland, wir haben es weitgehend mit Labor von Kernwaffenstaaten zu tun. Das Karlsruher Labor ist das älteste zivile Labor, was in der Lage ist, solche Messungen zu machen. In jüngerer Zeit sind jetzt auch Labore in Korea, Japan, Australien dazugekommen. Zweites Thema, nukleare Forensik. Ich zeige Ihnen ein Beispiel, was vor etwa 10 Jahren auch durch die Presse ging. 22. Februar 2007, Lauenförde bei Hannover, wo die Polizei 14 Brennstoff, Uran-Brennstoffpellets, also ganz normale Reaktorpellets, in einem Privatgarten gefunden hat. Der Besitzer des Hauses hatte einen Brief an Frau Merkel geschrieben und sie darauf hingewiesen, dass in seinem Garten Uran-Pellets liegen und sie doch die Polizei bitten möge, da mal nachzuschauen. Das hat die dann auch gemacht, hat die Pellets gefunden und die niedersächsischen Behörden haben dann uns angerufen in Karlsruhe mit der Bitte, diese Pellets zu untersuchen. Die Fragen, die wir uns stellen sollten, sind hier aufgelistet. Ich habe sie aufgeschrieben, weil es sind die klassischen Fragen, die bei der Forensik immer auftauchen. Wie kam das Material dorthin? Wo kam es her? Wofür soll es benutzt werden? Und wann wurde es hergestellt? Das Material kam in Karlsruhe an, Freitagabend. Wir hatten unsere Standby-Mannschaft gewarnt, dass das Wochenende länger werden würde. Kam Freitagabend an mit einem Transport aus Hannover. Und hier ist eins der Pellets abgebildet. Und der erste Bericht an die niedersächsischen Behörden ging schon am folgenden Montag raus, in dem wir bereits sagen konnten, wo die Pellets herkommen, wer der Produzent war. Wir konnten das auch so schnell erledigen, mithilfe der Datenbank, die wir im JRC haben und pflegen. Und es ist gleichzeitig die nuklearforensische Datenbank, auf die die Bundesrepublik auch zurückgreift. Zweites Beispiel aus dem Bereich Forensik, was viele von Ihnen vermutlich auch kennen, ist fast 25 Jahre her. Auf dem Münchner Flughafen wird etwa 1 Pfund, halbes Kilogramm MOX beschlagnahmt, was mit einem Flug aus Moskau gekommen ist. Und hier ist eine mikroskopische Aufnahme der MOX-Probe. Ich gehe nicht groß ins Detail, aber wenn Sie schauen, es gibt Uranoxide, es gibt Plutoniumdioxidstäbe und auch Plättchen. Das Hauptmaterial waren diese Plättchen, auf die gehe ich gleich nochmal ein. Auch hier dreht sich darum, erstmal das Material zu charakterisieren und das Alter zu bestimmen. Das Alter ist bei forensischen Proben eine ganz wichtige Größe. Frage also Alter bedeutet, wann wurde das Pulver denn produziert? Und radioaktives Material hat die in der Hinsicht dankbare Eigenschaft, dass es zerfällt. Und bei Plutonium-240 ist es so, dass es in Uran-236 zerfällt. Das wäre dann der Alpha-Zerfall. Es verliert 2 Neutronen und 2 Protonen. Das ist durch den roten Pfeil kenntlich gemacht. Wir haben ja so ein eingebautes Chronometer. Die Logik muss man sich so vorstellen, zum Zeitpunkt der Produktion des Plutoniums für den MOX-Brennstoff wurde alles Uran abgetrennt und man hat reines Plutonium. Und im Lauf der Zeit zerfällt das und es bildet sich Uran nach. Man kriegt so eine Grafik. Als in Abhängigkeit von der Zeit wird das Pu-240 abnehmen und das U-236 wird von der Häufigkeit von der Atomzahl zunehmen. Das heißt, wenn man das Atomverhältnis misst, Plutonium-240 zu U-236, kann man sich so eine Abbildung nehmen und
und kann dann daraus die Zeit ausrechnen, wann das Material erzeugt wurde. Unser Ergebnis war im Jahr 94, dass das Material vor etwa 15 Jahre früher hergestellt wurde, das heißt Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Das heißt, um hier jetzt einen Schritt weiterzukommen, muss man überlegen, wer war Anfang der 80er Jahre in der Lage, solches Material herzustellen. Es waren ganz sicher Anlagen in Russland, aber es gab auch eine Anlage in Deutschland, die a priori in der Lage war, MOX herzustellen. Das heißt, es gab die Hypothese, das Material wurde in Deutschland hergestellt, nach Russland geflogen und kam dann wieder zurück. Und um praktisch diese Hypothese auszuschließen, haben wir uns das Material näher angeschaut, insbesondere die Plättchen, die ich schon genannt habe. Hier sehen Sie eine mikroskopische Untersuchung der Plättchen, und zwar auf der linken Seite das Fundmaterial, auf der rechten Seite Referenzmaterial aus der deutschen Anlage, die in Hanau stand. Und in der Mitte des Bildes mit den roten und blauen Balken ist ein Vergleich der Größenverteilungen der Plättchen von der Fundprobe und von der Hanauer Referenzprobe. Und Sie sehen schon, dass es da Unterschiede gibt. Wenn man jetzt ein noch stärkeres Mikroskop nimmt, ein sogenanntes TEM, Transmissionselektronenmikroskop, dann sieht man, dass die Größenverteilungen drastisch verschieden sind. Das heißt, wir konnten auf die Weise zeigen, dass das Material, was in München beschlagnahmt wurde, kein in Deutschland produziertes Material ist. Anderes Referenzmaterial hatten wir zu der Zeit nicht. Letztes Thema, wozu braucht man die Nukleidkarte bei Training und Ausbildung? Wir trainieren seit 5 Jahren etwa verstärkt Polizei, Zollbeamten, Grenzbeamten im Umgang mit der Detektion nuklearen Materials. Warum machen wir das? Es ist zunehmend von Behörden die Anfrage gekommen, Mitarbeiter zu trainieren, denn wer vor der Aufgabe steht, nukleares Material, stellen sich den Grenzbeamten vor, nukleares Material zu detektieren und gegebenenfalls zu beschlagnahmen, der muss auch mit dem Material umgegangen sein, der muss es erkennen können und der muss es auch handhaben können. Wenn man das nicht machen, oder die Logik, die dahinter steckt, ist, Sie werden keinen Feuerwehrmann am Computer ausbilden, virtuell in der Feuerbekämpfung und dann, wenn es ernst wird, ihn das erste Mal ins Feuer schicken. Der muss das vorher schon auch praktisch mal gemacht haben. Und genauso müssen Beamte, die eben in der Lage sein müssen, mit nuklearem Material auch umzugehen und solches zu handhaben, müssen das trainieren. Und das können Sie hier auch auf dem Campus Nord machen. So sieht das aus. Wir haben auf einem Teil des Geländes Monitore aufgebaut, die auch in der Lage sind, nukleares Material in langsam fahrenden Fahrzeugen zu detektieren. Und wir trainieren dann die entsprechenden Beamten aus den EU-Mitgliedsländern, aber auch darüber hinaus, wie man nukleares Material detektieren kann. Hier sehen Sie die Länder, aus denen bereits Trainees oder Studenten, wenn Sie wollen, hier in Karlsruhe waren zu dieser Ausbildung. Europa und Asien sind praktisch komplett vertreten. Nord- und Südamerika und etliche afrikanische Länder, insgesamt etwa 70. Und die Nukleidkarte spielt in jedem dieser Kurse eine große Rolle. Mit der Nukleidkarte bringen wir den Mitarbeitern, die entsendet werden, bei, mit welcher Art von Radioaktivität sie überhaupt im täglichen Umgang rechnen können und rechnen müssen. Also auch hier hat die Nukleidkarte ganz klar praktisch ihre weltweite Verbreitung und ihren Nutzen gezeigt. Damit bin ich am Ende meines Vortrags angekommen. Und eingangs wurde ja gesagt, wir wollen uns nicht mit Fake News beschäftigen. Das Bild ist eine Fotomontage, ist die einzige Fotomontage aus meinem Vortrag. Aber es wäre vielleicht mal ein Hinweis, also die Nukleidkarte sieht auch als Kunstobjekt gut aus, für meinen Geschmack. Vielleicht finden wir sie ja mal in einem Karlsruher Wissenschaftsmuseum wieder. Vielen Dank.